Herzlich willkommen in diesem Video. Es wird getrunken. Nicht ganz um die Ecke, aber auch nicht so weit weg von der Inselbrauerei. Das gilt noch als Lokal. Das gilt noch als Lokal, das denke ich nämlich auch. Strandgut Raucheiche. Seltenes Bier ist ja mittlerweile ziemlich bekannt, die Inselbrauerei mit diesen papiereingepackten. Das sind die, die im Pfandautomaten immer so ätzend sind. Ja, das ist bei Craft Beer generell häufiger noch ein Thema, aber bei denen auch, genau. Ja, kennt man. Ich war ja auch schon mal da, hab mir das da mal angeguckt. Ich bin da nur vorbeigefahren, glaube ich. Vorher sieht man ja Stralsund, die Störtebäcker. Das ist Störtebäcker. Genau, in Stralsund ist Störtebäcker und dann fährst du rauf auf die Insel und dann kommt schon nach wenigen Kilometern eigentlich auf der linken Seite, sieht man ganz groß, ist nur so eine riesen Scheune sozusagen, also so eine Neubau, so ein Würfel und da steht Großinselbrauerei. Das ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Weil so, nee, klar, vor, das muss ja, nee, das andere ist Stralsund, wenn genau. Man noch vor, direkt vor der Brücke. Auf dem Festland. Ja. Ich kann den nicht auseinanderhalten, obwohl die ganz unterschiedliche Biere brauen, beide aber ganz cool sind. Die haben aber das Alleinstellungsmerkmal in Papier eingewickelt, weil nämlich Flaschenreifung, weil die das vor Lichteinfall schützen wollen dadurch. Und ich glaube, es macht halt was her, deshalb. Es macht was her, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Sie schreiben ja, das ist mir jetzt eben zum ersten Mal aufgefallen, weil man schon häufiger gehört hat, dass Leute sich das angeguckt haben und meinen, hä, wieso denn? Traubenzucker in den Zutaten, was soll das denn? Ist natürlich für die Flaschenreifung, machen wir ja zum Beispiel, also wir benutzen keinen Traubenzucker, aber ja, muss man dann machen. Und mittlerweile schreiben sie drauf, Zucker vollständig vergoren in der Flaschenreifung, traditionelle Methode. Also die sind wohl da so ein bisschen in Zugzwang gekommen, sich da zu erklären, weil es diesen Vorwurf wohl häufiger gab. Aber kann man ja auch verstehen, woher sollen Leute das wissen, und ich werde auch erstmal skeptisch, wenn Leute sagen, hey, wieso machen die da noch Zucker mit? Vor allem diesen ganzen Light-Wahnsinn immer, fettfrei, zuckerfrei. Ist das kein Null-Punkte-Bier bei Weight Watchers? Also, das trinke ich nicht. Entschuldigung. Das geht gar nicht. Entschuldigung. Ich werde es heute mal testen, weil es fragen sich ja seit Jahrhunderten alle Menschen, wofür dieser Mehrzweckhaken ist. Ich glaube, das ist ein verkappter Flaschenrechner. Kann man sich schön die eigene Faust ins Gesicht schlagen, wenn man abrutscht. Ja, aber man rutscht ja nicht ab. So wie du guckst, hast du schon ein bisschen Angst. Ich bin kurz davor, abzurutschen. Aufglitsch. Naja, es ist ein semi-professioneller Flaschenöffner, aber es hat ja auch keiner gesagt, dass bei den Schweizern alles blendet. Du bist ja auch einfach nur froh, dass du dein Messer benutzen kannst. Ja, ja, das Ding ist, ich traue mich nicht, ihn so zu benutzen. Trau dich. Ist doch Garantie drauf. Du willst eigentlich lieber deinen Daumen kaputt machen, als das Messer, glaube ich. Ja, tatsächlich. Deswegen. Er macht Flaschen nur so. Ich bin Chuck Norris. Also, hast du schon gesagt, wie es heißt? Ja. Strandgut. Ja. Strandgut Raucheiche. Das klingt nach einem Bier, ganz nach meinem Geschmack. Und auch das ist ja so eine Sache bei der Inselbrauerei, die manchmal so ein bisschen schwierig macht, aber eigentlich ganz cool ist. Riecht nach Zigarillo. Haben wir die Flasche erwischt, wo einer seine Zigarillo reingedrückt hat? Ja, schöne Mut reingeschmissen. Scheiße. Hat die Flaschenspülmaschine wieder nicht ordentlich gearbeitet. Das sind die Biere, die man nicht benennen kann. Genau, wo man immer schwer herausfindet, was soll das eigentlich für ein Bierstil sein. Auch jetzt ja so Strandgut verrät ja nicht viel. Es gibt so Inselkreide zum Beispiel noch. Andere fallen mir jetzt ad hoc nicht ein. Aber das ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Gleichzeitig finde ich das aber ganz cool. Das machen die auch bewusst, denke ich. Ne? Also ja. Man kann es immer noch mal, weil die ja einen Preis nach dem nächsten abräumen, und dann kann man immer noch mal sehen, in welcher Kategorie haben sie mit diesem Bier gewonnen. Und dann kann man es natürlich ein bisschen zuordnen. Das ist ja das, was unsere zahlreichen Bierverköstiger, also unseres Bieres, auch immer sagen zu uns. Das war ein komplizierter Satz, ne? Wir haben schon häufiger zu unseren Bieren die Rückmeldung bekommen, schmeckt ja ganz gut, aber was ihr sagt, was das ist, so schmeckt es nicht. Ich habe dir recht viel Schmodder eingeschrieben. Ja, ist egal, komme ich mir klar. Und das muss man dann tatsächlich auch mal eingestehen. Unser Mandaripa zum Beispiel, also ein Pale Ale, helles Bier oder helles obergäriges Bier, ist dunkler als das hier. Da passt dann ja irgendwie nicht so. Dementsprechend muss man da auch mal so ein bisschen gucken, was haben wir da eigentlich im Glas, und dann erst den Namen geben. Und so machen die es anscheinend. Sehr weit abgeschweift sind wir, also dank mir. Farbe bei dir habe ich leider ein bisschen verkackt. Eieiei, krass, ja, das, aber das ist nicht schlimm. Mich würde es auch nicht stören. Ja, Farbe kann man nicht viel, ist halt ein bisschen so ein dunkles Märzen vielleicht, so, ne? Genau. Natürlich unfiltriert, ordentlich Schwebstoffe. Also ich rieche gar nicht gar keinen Rauch. Sehr gut. Meistens sagen wir komplett unterschiedliche Dinge. Ich bin froh, wenn wir gleichzeitig halbwegs dasselbe sagen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen
Ich rieche ein bisschen Weizen. Ich habe das Gefühl, dass ich Holz rieche. Von, als wenn das in einem Fass gelagert wäre, was es ja nicht ist, das ist mir schon klar. Aber den Geruch habe ich da irgendwie. Also kannst du das nachvollziehen? Ja, also ich glaube, dieser Zigarillo-Geruch ist auch ein bisschen das, was ich vielleicht... Das habe ich im Glas nicht mehr so doll wie eben aus der Flasche. Raucheiche, wahrscheinlich haben die Rauch... Späne. Späne reingeschmissen. Hier diese... Nee, auch nicht. Naja, diese... Rindermulch. Rindermulch. Schönen Gruß an Meier. Es gibt ja diese Holzpellets, die man teilweise dann noch mit irgendwelchen Aromen versieht. Also zum Beispiel Chips, in Tequila. Das doch. Holzchips, genau. Manche legen die zum Beispiel in Tequila ein und schmeißen dann diese eingelegten Holzchips mit in, während der Gärung in ihr Bier. Daher wird das wahrscheinlich das kommen. Das wollten wir auch mal nochmal machen. Das. Ja, ist doch. Also doch, aber die, ich finde diesen holzigen Geruch, den nimmt man schon deutlich wahr. Als hätte es im Fass gelagert, das, ja. da gebe ich dir recht. Das freut mich mal. Das ist doch auch schön, wenn wir doch immer wieder zur Einigung finden. Ja, aber wie. Boah, sehr floral. Sehr. Boah, das floral. Ist das floral. Voll geil. Gar nicht rauche ich eigentlich. Nee. Vielleicht ganz, ganz weit hinten ein kleines bisschen. Aber wir haben beim Zusammenstellen vorhin am Kühlschrank da überlegt, ja, das Rauchbier mal lieber erstmal ein bisschen später. Das ist kein Rauchbier. Das ist aber ziemlich cool. Das hat wirklich mehr. Ja, blumig, so leicht. Holzig. Genau. Ja. Aber kein verkohltes Holz, sondern. Genau, eigentlich mehr so Lager, also Holzlager. Mich erinnert es ein bisschen an den Bourbon Barrel Bock. Genau, ja, und das ist ja, da haben wir es ja auch genau, mit auch Whisky und Tequila Fässern gelagert. Ich bin so total interessant. Normale Rauchbiere sind höchstens so, dass ich sie gerade eben so trinken kann, aber nicht unbedingt gerne mache. Aber das ist richtig lecker. Das ist ein richtig. Du hattest das nicht vorher gelesen, ne? Irgendwie nein, also nö. Das stand nämlich erfrischend, trocken, holzig. Ich hatte es gesehen, deswegen habe ich das nicht gesehen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber Holz, ja, so holzig passt. Aber so ein nettes holzig. Ja. Fruchtig holzig. Ich und mein Holz. Also ein total... Ah, ich hatte auch recht mit Weizen. Ich habe auch schon gesagt, es riecht ein bisschen nach Weizen. Ja. Weizen. Wir haben einfach mittlerweile so viel Recht. Ist das nicht schön? Meine Fresse. Schwer zu ertragen, auch nur noch für uns. Also wir sollten echt langsam mal wieder irgendwie... Ich glaube, wir werden besser. So kann es nicht weitergehen. Wir werden besser. Ja, aber es ist ja auch... Wir machen das ja anderthalb Jahre jetzt. Und normal machen wir Hobbys höchstens eine Woche. Skateboard fahren. Basketball. Ich habe irgendwann vor 2 Jahren Basketball geschenkt. Zum B-Ball playen. Sind wir nicht einmal los gewesen, ey. Scheiße. Hast du ihn aufgepumpt mittlerweile? Ne. Ja, aber jetzt habe ich eine Pumpe. Schön B-Ball-Plane, ey. Der war so liebevoll verpackt in... Zeitungspapier, wie immer. Wir gehen bald B-Ball-Plane. Deswegen auch Strandgut, so als Treibgut, Holz. Also in sich total stimmiges Bier. Und was ich gerade sagen wollte, es ist sehr rund und trotzdem mit ganz vielen Nuancen, die... also ganz viele Feinheiten, die du so rausschmecken kannst. Bei jedem Schluck kannst du dich eigentlich auf eine andere Nuance irgendwie konzentrieren, finde ich. Wer ein Rauchbier haben will, wird da ein bisschen enttäuscht sein wahrscheinlich. Aber wer sonst, so wie ich, Angst vor Rauchbieren hat, sollte das unbedingt mal probieren. Aber auch so ganz fruchtig noch dabei. Also total im gut. Antrunk, total, schon fast so eine leichte Johannisbeere oder sowas. Also irgendwie irgendwas Beeriges finde ich da im Antrunk. Ganz bisschen was Säuerliches ist da mit drin. Genau. Also wir wissen nicht ganz genau, wie dieses Bier zustande gekommen ist, aber ich glaube, wir sind da schon auf einer gar nicht schlechten Fährte. Ein richtig geiles, leckeres Bier. Ja. Worüber lachst du? Über dein verzogenes Gesicht. Nein, weil ich da wirklich, also schwer begeistert, ja, wirklich. Wolltest du sagen. Ganz, ganz schwer begeistert. Und einfach ein geiles Konzept, cooles Bier. Und mir ist es sympathisch, dass sie nicht irgendwie raufschreiben, ich bin ein Pilz, ich bin ein Bock, ich bin ein... Also hier haben die gar nichts, ne? Aber nur seltenes Bier. Ja, ja. Raucheiche, aber ist ja kein Bierstil. Also man, ist ja egal. Geiles Ding. Schön. Genug geschwärmt. So viel geschwärmt haben wir aber lange nicht mehr über ein Bier. Also. Aber wenn es gut ist, kann man das mal machen. Ja. Ja. Man soll auch mal schwärmen. Ach, Grüße auf die Insel. Rügen. Da wurde ich innerhalb von 24 Stunden 2-mal geblitzt. Da war ich begeistert. Tja, was sagt uns das?
Nee, der ist auch dann schön, wenn dann der Beifahrer, die Beifahrerin sagt, ja, er muss doch nicht mal so schnell fahren. Super. Das war das nicht. Weil ich so ein krasser Raser bin. Ey. Gar nicht. Das erwischt immer die Falschen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und fahrt immer am liebsten viel zu langsam. Fünf drunter. Kopf hoch und fahrt fünf drunter. Das ist die von Enjoy. Kennst du nicht? Kopf hoch, Handy kann warten. Nee, okay, nee. Krass. Ich höre kein Radio. Vom. Ist aber egal. Kopf hoch und 5 km/h runter. Ciao.